Chef. My pleasure. Did you enjoy your time with the Marshal? Mm-hmm. So, what's that thing on your face? This? Yeah, X marks the spot. That's just a scratch. The other guy got off a lot worse. Worse than looking like some kind of thug? Speaking of which, who was this other guy? They call him the Blade Master. Hallo und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Begin with a Combat Tutorial. Ja, das ist das Weihnachtsprogramm. Und das Weihnachtsprogramm umfasst, mal schauen, wie viele Episoden von Final Fantasy, weil wir das Hauptspiel ja schon durch haben. Ja, schön. Kann ich auch loggen? Loggen ist so. Ah, das ist der. Nein, wir wollen ja das machen. Okay, und dann müssen wir noch welche. To Block Press. Ja, genau. Ich kann es mir nicht abgewöhnen, weil ich bei Noctis das immer so gemacht habe. Also Block 5 Enemies Attacks. Ja, okay, dann warte ich mal. Oh, das war nicht geblockt. Ja, die Glaivenarts, die habe ich ja eh schon versucht. Taking damage? Okay, gut. Ja, eh immer so wenig im Spiel. Okay, das ist jetzt die Episode, die alleine unterwegs ist, beziehungsweise sich von der Gruppe trennt. Gladio? Yeah, who do you think it is? Catch you at a bad time. Are you here yet? Yeah, I'm at the Crow's Nest. Good. Thanks for agreeing to meet with me. Sure. So, are you ready to move out? Of course. What about you? Are you mentally prepared? Of course. I'll be right over. About time. What'll it be? Just the water's fine. Thanks. Allow me to ask you once more.
Are you sure you're ready to take on the Blade Master? I went up against the High Commander and got my ass handed to me. I didn't stand a chance. And I never will unless I get more power. Then answer my question. Are you ready or not? You think I would have called you here if I weren't? So you're ready to face death. Gilgamesh awaits challengers in the deepest recesses of those ruins. Gilgamesh. It's been 30 years since we uncovered the caves. We've sent countless expeditions, but all of our efforts have afforded us no rewards. And no survivors. Except for you. You undertook the trial, and you made it back alive. Barely. Let's move. Also wäre, also ich muss sagen, das hier spiele ich blind. Did you tell your friends why you were taking off? Just said it was business. Didn't want them getting all worried about me. Oh shit, ist das, haben wir hier die Karte? Map? Okay. Ja, das ist, diesen Weg kenne ich, den bin ich schon mal gelaufen, ohne, dass da was rausgekommen ist, aber ich habe mir gedacht, scheiße, da gepasst, da gehört noch irgendwas hin, da ist noch nicht alles zu Ende. Seid ihr jetzt fertig? Ich spiele das jetzt blind. Alles, was ich jetzt hier erreiche, hat jetzt nicht direkt Auswirkungen aufs Hauptspiel. Das heißt, ich mache jetzt meine Figur nicht stärker oder sonst irgendwas, zumindest laut meinen Informationen. Und anders als die zwei anderen Episoden, Prompto und Ignis, hat das, glaube ich, jetzt nicht direkt Auswirkungen auf die Handlung. Während bei Prompto erzählt wird, was passiert, während Prompto, also nachdem Prompto vom Zug gefallen ist, und bei Ignis, was passiert, während Noctis K.O. gewesen ist nach dem Leviathan-Trial. Beziehungsweise die Geschichte, was Ignis passiert ist in der Stadt. Ist das hier quasi irgendwas, quasi was extra für Gladiolus? Ja, es passiert während der Zeit, wo er weg ist, aber es ändert jetzt nichts an der Story. Glaube ich. Wer weiß, vielleicht wie es wirklich ist. Ich muss sagen, no turning back now. Ich habe einen kleinen erkälteten Kater neben mir. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich spiele das hier bei Gizmo und gerade überwältige ich mich mal wieder der Fernseher. Vielleicht brauche ich doch so einen. Vielleicht ist es aber auch einfach die PlayStation Pro. Achso. It's over. Have you come to prove your might? Who are you? One of many who haunt these grounds, following our leader in death as in life. Not what our souls remain, clinging to the vestiges of our past. Why? To test those determined to become the king's shield, and prepare them to inherit the power they pursue. The Blade Master's men have sworn their loyalty both before and beyond the grave, scaring off the unworthy. Then they better prepare for disappointment. That'll scare easy. Want some? Ich sollte mich vielleicht nach hinten orientieren. Au. Kann ich vielleicht noch irgendwas einschälen? Hier. Ah, schön, dass ich auch. Okay. Okay. Items. Ja, es ist wirklich, wie ihr seht, komplett unabhängig von dem Hauptspiel. Das heißt, alles, was ich im Hauptspiel habe, kann ich jetzt nicht
nutzen. Glaube ich nicht. Dieser Fernseher macht mich irre. Only way to go is down. Oh. Auf eine positive Art und Weise irre. Oh. Tag. He ain't going down without a fight. Okay, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Au. If Gladio tries to block a guard breaking forward attack, his shield will shatter and he will take damage. Party? Oh, Gilgamesh. Gilgamesh ist einer der coolsten Viecher aus Final Fantasy. You come to prove yourself worthy of my mantle? I do. I am here to undertake the trial of Gilgamesh. And what is it you hope to glean? Power, and you're gonna give it to me. Is that so? Ready or not? Was denn jetzt schon? Ich hätte mehr erwartet. Hat was abgezogen? Ich sterb grad. Brute Force alone does need to impress. Only he who possesses both muscle and metal of equal caliber deserves the honor of fighting beside the chosen king as his sworn shield. You saying I don't? A great evil threatens the people of your world. It is but the King of Kings and his shield who can safeguard their lives. All those unworthy or unwilling to rise to the task meet their end here, by my blade. I ain't meeting mine anytime soon. This trial hasn't even begun. If you do not fear death, then go forth with reckless abandon and prove your worth. Okay, musste ich scheitern? Sollte ich scheitern? Use. In that case, let the trials begin. Ach, schön, dass du da bist. Danke, Chor. He's a master of blades. What? Were you expecting something profound? Nein. Ich glaube,
Können wir noch einen pushen. Ich hoffe, ich kann den wirklich bestehen. Weil ich ja wirklich gerade nicht so viel geschafft habe. Glaube ich nochmal schnell, da liegt noch was. Ein Potion. Oh. Ich so nie. Ich mache jetzt mal was, was ich nie gemacht habe. Einfach weil das meine. Falsch. Gier. Gladiolus. Ach, jetzt habe ich. Da wollte ich den Rücken von dem Mann sehen. Oh. Oh. Oh, das war mir nicht bewusst. Oh, da ist ein sehr großes Tattoo auf seinem Rücken. Ich habe mich ja nie so für Gladiolus interessiert. Schütz zugeben. Aber anscheinend schützt dieses Hemdchen viel besser als das andere Hemdchen. Nö, warum sollte ich? Wobei, eigentlich soll ich es allein wegen dem. Time to take a load off. Ich hätte es eigentlich mich gar nicht heilen müssen, aber wurscht. Cup Noodles. Allein wegen dem Video mache ich sowas dann manchmal gern für euch. Ja. Wir safen mal. Overwritten, da ist nix! The Blade Master isn't here to train you. He's here to test you. He won't go easy on you just because you joined the Crown's Guard. So, no mercy for newbies like me. Okay, tell me more. So what? The weak aren't worthy of serving as shield? In his eyes, the weak aren't worthy of living. All of them are fools, punished for aspiring beyond their station. I was a fool back then, too. And I was punished. But you weren't killed. Maybe you weren't worthy of serving a shield. But he must have seen you as worthy of living. Maybe he did. Maybe he didn't. Let's go. Ich muss nur gerade liebevoll zu meinem Kater sein. Keep your eyes and ears open. Done and done. Oh, schön. Oh Gott, wie ich die Füße hasse. Boah, der Fokus von dem ist echt kacke. Der Knopf, das ist viel besser. Also gleich ist es nicht. Achso, da komme ich gerade her. Your skill is impressive. Ja, fühle ich mich gerade nicht so. You may have the strength to defeat the darkness. But do you have the spirit to survive these trials? Ja, werden wir sehen. Ach, wenn ich die ganze Zeit hüpfe, werde ich wahrscheinlich nicht die Spirits dafür haben. Oh, da ist jemand. It's over. Fall! Die! Danke, Chor, für gar nichts. Kannst du auch alleine? Not good. They keep on coming. It's all yours, Marshal. Well, don't mind if I do. Pathetic. Ich hab immer. Ich denke immer, der kommt auf mich zu und das, dann kann ich das machen. Hard and fast. Das mit der Rage wird nicht so meisterisch, euch.
finde es cool, wenn ich jetzt noch irgendwie eine Verbesserung der Waffe finden würde. Touch. What's this? A trial chamber. The handholding stops here. Good luck. Oh, schade. Doch keine neue Waffe. Enter the trial chamber. Schön. Prepare yourself, young warrior, for the trials that await. Prepare yourself. Prove your might, and our power shall be yours. Ja, aber perfekt mal wieder in meine Richtung. Jetzt so einen geilen Fernkraft, so einen Warp-Angriff hätte wie Noctis, dann wären die echt viel mehr dran, viel schlimmer dran. Ist er weg? Ah, schön. Ich will erstmal alles angucken, aber hier liegt eigentlich nichts rum. Auch nicht da, wo es eigentlich einfach schreit, dass da was rumliegen sollte. Dann gehen wir mal dahin. Touch. Our power goes with you now, young warrior. Gladio has completed the first of the soul trials. He can now perform blocks capable of withstanding the mightiest of blows, even the dead. Stand tall, for the shield of the king must kneel in subjugation before no man. Okay, das hat aber nichts mit seinem Gear zu tun. Das bleibt okay. Thanks for the advice and for the pick me up. Well, you made it out alive. Your first trial may have ended, but many more await you on your road to an audience with the Blade Master. Prepare yourself.
Da pause ich nicht. Wir wissen ja, was passiert. Sie werden quatschen und hier und da und bla bla bla. Und eigentlich geht's mir gut. Flog da was rum? Da fliegt was rum. How long has it been since you undertook the trial? 30 years or so? Give or take. I was a lot younger than you are. And far less experienced. It's a wonder I even made it out alive. This place looked familiar to you? Vaguely. The younger me had little mind for taking in the sights. Können wir mal ein bisschen den Ausblick gucken, weil da fliegt immer noch das Ding. Da geht's runter, tief runter, da möchte ich jetzt nicht runterfallen. Ich höre irgendwas schnarchen. Es wird wohl wahrscheinlich auf mich gleich losgehen. Und noch ein Cliff. Sorry. Ist geschlafen. Also neben mir, ich bin ja bei Gizmo und trotzdem sind die Katzen da. Liegt jetzt der Kater ein bisschen verschnupft, also ein bisschen verkältet. Weil es war gestern kalt auf dem Bahnhof und das hat er sofort mitgenommen. Und er pennt jetzt sehr viel. Ich lasse ihn das auch. Kann er gebrauchen. Ja. Okay. Too slow. Du hast mich umgehauen, Alter. Want some? It's over. Kann ich die Hand holen? Noch eins wieder? Moment. Da musste ich gerade nicht. Komm mal daher. Na, da komm mal her. Da kann ich nicht hin. Erkenn mich. Ich bin ja immer erst alles. Also eigentlich, ich versuche immer alles zu Dingsen, bis ich irgendwann dann. Keine Geduld mehr, Pull. Warum mache ich das? Ach so, das hätte ich nutzen können. Gut. Reden wir nochmal was anders drüber. Popo. Another trial chamber. And another chance for the warriors to impart their wisdom. It won't come easy though. You'll have to earn it. Also, dann hau ich mir noch mal ein aufs Brot. Patsch. Muss sehr viel touchen. Touchy, touchy. Touch me. How many moons has it been?
Since our last visitor, far more than I can count. Let us see how our latest challenger will fare. Au, das hat weh. Rollst du mal weg? Was machen wir jetzt? Oh, viel habe ich nicht mehr. Nicht hängen. Ah, da habe ich mal einen Todesstoß jetzt. Mach ein Müsli. Nichts zu mitnehmen. Komm, Clamp. Eine neue Probe. Venture forth, young warrior, bearing our hopes and dreams. Also ich finde es doch interessant. Glaius has completed a second soul striking of perform. Maelstrom Glaifheart when his valor is high. Look ahead, for the shield of the king must safeguard our future. Leave it to me. The skills shared by these souls have been passed down for generations. The shield of the king would do well to put them to good use. Don't mind. So. Da davon. Ist hier sonst noch was? Nö. Ist draußen. Ah, super. Ja, hätte ich alles klein hauen können. Ich immer noch hüpfe, das nervt. Lass das! Hör auf zu hüpfen! Nehmen wir das mal an mich. Ist das immer noch eine Potion?
Just like I taught you. Ready? Then raring to go! I gotta say, this place ain't like anywhere else, Lucius. Die! It's over. So. Thousands set foot on these grounds. All of them fools, unprepared for the dangers lurking within. They all meet with the same fate, as will you. I don't think so. Think what you may, but I know otherwise. The Lucius you call home is nothing like the Lucius I once served. Your age has forgotten the horrors of war, coddled by the king, and drunk off the complacency of peace. No shield worthy of defending the true king could be born from such depravity. Thanks for the vote of confidence. Look on the bright side. Everyone loves an underdog. Ich mach mal kurz eine Aufnahme. Next thing.